So, ich glaube, ich muss da erstmal einen Knödel drunter setzen, damit wir da eine Rampe dran basteln können. So. Ja. Ich muss mir das angewöhnen, dass man das mit einem Rechtsklick abbrechen kann. Habe ich immer noch nicht. Sorry. I'm sorry. I'm so, so frigging sorry. Da müssen wir wohl auch. Mach doch nicht so ein Scheiß. Mach das richtig. We've got a choice to make. Ja. So abbrechen, so ran. Guck mal. Dann haben wir hier eine schöne Brücke. Erstmal pro forma. Also die wird auf jeden Fall später noch irgendwie. Oh, wir müssen hier so viele Bäume fällen, wisst ihr das? Der Wald wird so dezimiert werden. Das wird hier sowieso ganz schrecklich. Also mir tut es um diesen Dschungel leid, weil er so schön ist, ne? Aber da ist dieser Planet ist riesig, also diese Welt ist riesig. Das ist aber auch mal schön, ne? Wollen wir gucken, was da hinten ist, wenn wir da hinkommen. Kommen wir da hin? Na, kommen wir da hin? Kommen wir da hin? Ja, wir werden ja sehen. Entweder wir landen gleich irgendwo im Nüscht. Oh, guck mal. Apilzal. Ja, da können wir wieder eine Heilbombe herstellen, würde ich gerade sagen. Drüben ist auch noch Apilzer. Und was ist mit dieser Höhle da drüben? Lass uns mal sehen. Können wir hier zufälligerweise ein Fundament hinsetzen? Dann sollten wir ein anderes nehmen. Ja, warte. Ich nehme ein flacheres. Und zwar hier dieses einer. Damit müssten wir uns eigentlich darüber brücken können. Super! Wir sollten mal speichern, weil solche Höhlen, ihr wisst ja, ne, haben es an sich auch mal Spinnen in sich zu haben. Haben es an sich Spinnen in sich zu haben. Alter, mein Kaffee steht seit 45 Minuten und zieht. Aber naja, ist eine gute Kanne, das wird nicht warm werden. So, lass mich mal da rein. Ja, wie gesagt, also solche Höhlen haben es an sich, Spinnen in sich zu haben. Aber auch andere schöne Sachen, wie zum Beispiel. Ja, hau doch den Pilz. Ui, schön viele Pilze. Es kommen. Ist cool gemacht hier, ne? Also ich finde, dieses Spiel ist an sich sowieso ein bisschen Hammer. Und wenn ich meinen Informanten glauben darf, haben wir noch gar nichts gesehen. Dann werden hier noch Wahnsinnswelten auf uns warten. Alter. Da hinten geht es wieder raus. Ich sehe eine Katastrophe herannahen. Ambient-Geräusche sind ja geil. Ist jetzt erstmal gar nichts zu looten. Oi, der. Ich fürchte hier, dass wir hier in ein Gebiet kommen, wo es ein bisschen gefährlich werden kann. Und nicht nur ein bisschen. Ein Glück, dass wir gespeichert haben. Also bitte nehmt es mir nicht übel, dass ich lade, wenn es uns hier zerlegen wird. Das ist eine gelbe Schnecke da drüben. Das ist zu schön, um wahr zu sein, weißt du das? Also ich sehe keinen Gegner momentan. Aber vielleicht verhält er sich auch. Boah, ich rede gar nicht ins Mikrofon.
Vielleicht verhält er sich auch momentan äußerst still, um uns ranzulocken. Aber es ist zu schön hier, um wahr zu sein. Das ist... Aber vielleicht ist das auch Coffee Stains. Ich würde es nicht wundern, wenn jetzt hier irgendeine Seeschlange oder irgendwas aus dem Boden kommen würde. Und ich würde es nicht wundern, wenn Coffee Stain genau das intendiert hat, dass das Coffee Stains Intention war, diese Höhle so zu machen, dass sie dachten, da scheißt sich jeder drin ein, Entschuldigung. Und dann einfach zu sagen, was hast du so eine Angst gehabt, du Vogel? Ist doch gar nichts. Ja, also es wäre durchaus auch meine Denke. Insofern könnte ich Coffee Stain da komplett nur gratulieren und sagen, Chapeau, meine Freunde, das habt ihr gut gemacht. Alter Schwede. Ja. Ja, und wenn ich mir jetzt die Let's Plays von anderen angucke, von Satisfactory, wie sie da einfach nur zeigen, was sie für eine Fabrik gebaut haben und wie sie gar nicht erkunden und wie sie den Abenteueraspekt des Spiels überhaupt nicht mitnehmen, dann tun mir diese Leute schon irgendwie so ein bisschen leid. Muss ich einfach mal so sagen. Soll ich speichern? Wenn ich jetzt hier drüber speichere und es gibt ein Problem, dann habe ich ein Problem, ja. Nee, also, das ist sowieso das, was ich feststelle bei vielen Let's Plays, die ich schaue von Spielen. Dass nur um möglichst viel an Sensationen zu zeigen, dann teilweise so das Spiel durchgerusht wird. Also nichts gegen die leider nicht mehr existierende kanadische Rockband Rush. Neil Peart oder wie du hießest, Friede deiner Asche. Warst ein geiler Drummer. Nee, also viele Leute rennen halt so durch die Spiele durch und nehmen sich sogar keine Zeit und oder sie zeigen nur halt geschnittenes Let's Play und dann nur die wirklichen Highlights und sowas habe ich irgendwie keinen Bock, sowas mag ich nicht gucken. Erstens mal, wie ich jemand sage, in Minecraft kann man sich da als Gamer besser aussehen lassen, als man eigentlich ist. Also man sieht aus wie der Pro-Gamer überhaupt, weil man alle Sachen rausschneidet, die in irgendeiner Form... Oh man, die Rübse. Wird gleich noch viel schlimmer, wenn ich meinen Kaffee hole. Man schneidet alle Dinge raus, die halt in irgendeiner Form einen nicht so toll aussehen lassen könnten, wie man aussehen will. Ich erwarte hier immer noch, dass hier irgendwo ein kleiner Abzweiger ist, wo man noch was erleben kann. Du kannst was erleben. Ja, wäre gut. Ist das jetzt hier der Ausgang, wo wir reingekommen sind? Es sieht fast so aus. Verdammt schwierig. Ja, das sieht aus. Ja, da ist unsere Brücke. Ich will noch mal schauen, das sah eben da drüben so aus, als wäre da noch ein Abzweiger. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier eure Zeit vertue. Mein Kaffee wird in der Küche kalt. Also, da könnt ihr sehen, dass ich hier mit voller Determination dabei bin. Und das nicht nur mache, um euch zu ärgern, natürlich auch, um euch zu ärgern. Nein. Meine Zuschauer nicht ärgern, nein, aber ja, ich will halt wirklich, dass wir hier nichts verpassen. Aber ich glaube, das war es. Diese gelbe Wegschnecke und die ganzen Pilze, und das sind eine Menge Pilze, und da können wir tierisch viele Inhalatoren draus machen, war das, was man hier finden sollte. Und das finde ich dann auch ganz gut. Die Stalagmitentiten stehen irgendwie in der Luft. Alter, wie wird hier schwindelig bei dem ganzen Gehüpfe? Dir wahrscheinlich auch. Ja. Auch schon wieder eine Stunde aufgenommen. Insgesamt haben wir jetzt 2 Stunden 43 Minuten.
Also es wird heute eine ziemlich lange Aufnahmesitzung, weil ich ganz einfach auch Bock habe und weil ich noch so viel auf der Karte habe. Also wenn ich heute alles das hinbekommen will, was ich auf der Karte habe, dann werden wir hier heute die 5 Stunden voll machen. Und ihr werdet mich wieder total am Boden und zerstört sehen, wenn ich hier fertig bin. Dann werde ich wirklich fertig sein wieder. Ja, nee. Kommen wir hier hoch? Irgendwo? Ja. Denn hier war ein Pilz irgendwo in der Gegend und den will ich haben. Ich lasse hier kein Pilzchen entgehen. Und ihr wisst ja, Pilze, diese Speckpilze, wie sie heißen, sind äußerst wertvoll. Wegen Heilkräften. Jo, da haben wir ja. Haben wir wieder ein schönes Abenteuer hinter uns gebracht. So, jetzt schnell rüber, ehe der Wasserstrom uns wegträgt. Hui. Wir sollten hier recht bald anfangen zu bohren, damit hier nichts spawnt. Ich gehe hier noch mal ein bisschen in diese Richtung weiter, um zu sehen, was uns hier erwartet. Oh, neben ein paar lustigen Bären. Mit Ä. Ja, dann machen wir hier irgendwie dann. Also hier drüben ist nicht viel Platz für eine Kupfer- und Eisenproduktion, also für Eisenteile und Eisen- und Kupferteile-Produktion. Ich möchte eigentlich da hinten nochmal diese. Wollen wir die Höhle offen lassen oder damit wir da noch rein können oder wollen wir die Brücke abbauen? Ja, also wir sollten die möglichst bald bauen. Ich muss mir hier was einfallen lassen, weil, wie gesagt, also hier ist nicht viel Platz für eine Produktion von Eisenteilen und Kupferteilen. Vielleicht Grundlagenteile könnten durchaus drin sein. Also, dass man hier eine Schmelze hinbekommt, zumindest, dass man halt schon mal hier die Barren einschmilzt. Aber wie gesagt, es sind dann ja... Oh nein, aber schmelzen wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja hier hauptsächlich Stahl haben. Wir haben ja genügend Eisenproduktion. Ja. Obwohl, ein paar Eisenteile brauchen wir wahrscheinlich auch. Och, ich bin sowas von zwiegespalten, liebe Freunde. So. Ich hole nochmal meinen Kaffee. Ich wollte mir gerade noch einen Tee eingießen. Hier ist noch eine Dreiviertelkanne schöner Schwarztee. Ich sag euch gleich mal welcher. Ist von Messmer. Ich mag den total gerne. Das ist Ostfriesengold oder so. Aber ich komme gleich wieder und dann sage ich euch das. Bis gleich. So, und ja, es heißt Ostfriesengold von Messmer, dieser Tee. Und das ist der beste Schwarztee, der mir bisher untergekommen ist. Ich lasse die Platten da hinten drin jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht, ob das schön aussieht, aber wir werden hier eh alles kaputt machen. Insofern, ja, nö, das sieht jetzt aber auch nicht so aus, als wäre das da alles in Pöter. Ist da was? Es tut mir gar nicht leid. Doch, aber es muss sein. Hui, alle Bäume fliegen hoch. Ja, jetzt haben wir hier mal Platz. Ja, machen wir weiter mit dem Kram hier. Jo. Also dieses Plateau hier oben möchte ich eigentlich frei haben von jeglichem Gesträuch. Denn hier werden wir dann wahrscheinlich unsere Versorgungsrouten für verschiedenste Spezereien runterlegen, also für Eisen und Kupfer. Oder ich nehme mal den Patch hier auch weg. Oh, dabei hat es dann gleich die Bäume weggenommen. Ist das lustig. Dann würde ich sagen, produzieren wir aus der Hälfte des Eisens, das wir hier haben, das wir hier gewinnen können. Das sind mit einem MK2 Miner sind das dann sozusagen 8 Quellen. Stirbbaum. Hä? Warum nimmt der nicht alles mit? Huch, auf einmal ist es sehr sonnig hier. Auf dem Plateau. Ja, dann können wir gleich hier unten weitermachen.
Tut mir leid. So. Ja, jetzt scheint das sich irgendwie ein bisschen zu haben hier mit den Patches wegmachen. Ich werde doch die ganze Biomasse verheizen. Aber es kommt ja immer wieder neue rein hier. Ach schon. So, die nehmen wir auch noch mit. Der Vollständigkeit halber. Freier Blick für freie Bürger. Ja, wo ist der bloß geblieben, der Sonny, dem es leid tat, jeden Baum umzusehen? War er jemals da? Oder der Honk? Wie du mich auch nennen möchtest. Ja. So, jetzt ist immer genug. Ja, wir teilen die Ressourcen Eisen und Kupfer zwischen den beiden Anwendungsgebieten auf, also einmal Stahl und Eisenprodukte. Wir werden auch hier was ist denn hier los? Wir werden hier auch Grundeisenprodukte benötigen und die will ich natürlich nicht extra drüben aus der Heimat holen. So, wir schauen mal, wie viele von unseren Stahlbetonträgern wir jetzt bereits hier haben. Ja, das ist eine gehörige Anzahl. Wir können sie nur nicht alle mitnehmen. M&M. Ich guck mal, wo haben wir das Auto eigentlich gelassen? Oh, ist unser Auto! Autochen steht da hinten im Gebüsch. Eingeparkt? Nö, nicht eingeparkt, sondern, hier haben wir noch Platz drinne. Ich würde sagen, wir packen hier mal ein paar Sachen rein. Ja, würde ich wirklich sagen. Ui, das ist aber wirklich eine Menge Zeug, was wir hier haben. So, Eisenplatten. Erinnert mich daran, dass ich die ganzen Eisen... Oh, wie viele Pilze. Können wir eigentlich schon Inhalatoren bauen? Wir haben doch hier eine Werkstatt. Das muss hier alles mehr geordnet werden. Ich weiß hier langsam schon nicht mehr, was wo ist. Und wir müssen das Ganze ausbauen. Really, for real. So. Medizinischer Nährstoffinhalator. Wir haben leider hier keine... Komm mal mit, wenn wir hier schon dabei sind, sowieso alles kaputt zu machen, dann soll doch das nicht unsere Sorge sein. Guck mal, was hier ist. Na? Alter, ist das hier kahl geworden. Das wird schlimmer. Jetzt wundert es mich auch gar nicht, dass hier gar nichts mehr spawnt. Ja. Also ich würde hier auch nicht spawnen. Ne. Wobei, man kann sich ja nicht aussuchen, wo man gespawnt wird. Hätte ich sonst mir erwählt, in der Ortschaft Oesdorf im Kreise Niedermarsberg gespawnt zu werden? 12-mal Mycelium. Dafür habe ich das gemacht. Naja. 22-mal Mycelium. So, das sollte reichen. Mehr Naturzerstörung ist zur jetzigen Zeit nicht notwendig. Später schon. Oh, da drüben ist ja auch noch einer. Ach komm, den nehmen wir noch mit. Da sind sogar zwei. Ach komm, jetzt lass das. Lass das. Kümmere dich jetzt endlich um deinen Kram, denn die Leute warten darauf, dass all die anderen wunderbaren Dinge in unserem Leben passieren. Wie zum Beispiel der wunderbare Explorer, mit dem wir gleich durch die bald durch die Gegend heizen werden. Nachdem wir, ich glaube, 100 Quarzoszillatoren per Hand gebaut haben. Es tut mir leid, es muss sein. Das Spiel liefert uns keine anderen Möglichkeiten. So, Nährstoffinhalator. Ich glaube, wir müssen doch noch einige Dinge abholzen. Also mir ist das wert, weil wir brauchen unbedingt Nährstoffinhalatoren. Wir haben ja heute schon wieder einige weggemacht und
wenn wir das nicht im Auge behalten, ne, dann macht es irgendwann zum letzten Mal und wir haben keinen Nährstoffinhalator mehr. Und dann stehen wir aber dämlich da und gucken dämlich aus der Wäsche.